Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, schneller als gedacht. Mit einem RS38V 367 PS möchten wir euch so ein bisschen am Umbau teilhaben lassen auf eine 600 PS Stufe mit unserem TC640X und den sonstigen Komponenten, die wir dazu brauchen, um aus diesem Fahrzeug eine 600 Plus Stufe zu machen, also 600 PS Plus aus 367 PS in der Serie. Ich möchte euch heute mal ein bisschen so die Komponente vorstellen, die in so einem Fahrzeug verbaut werden. Und dann kann der eine oder andere sich das vielleicht auch besser vorstellen, was hier an Modifikationen notwendig ist, wo die Schwachstelle liegt und warum wir an den Schwachstellen ansetzen und das verbessern. Okay, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, kommt mal her. Ich zeige euch mal die Lader im Vergleich. Hier seht ihr den Original K16 Turbolader, der im RS38V 367 verbaut ist, originale Turbine. Leichten Ölschwitz vor der Turbine ist ganz normal. Das Fahrzeug hat 50.000 Kilometer gelaufen. Öl- und Wasserleitungen sind an dem Modell hier noch verbaut. Interessant hier. Gleichzeitig auch die Engstelle im Krümmer, die ihr hier seht. Der Sammler ist hier maximal noch daumendick an der engsten Stelle. Und das ist der Grund, warum man mit den Lader eigentlich auf Dauer gar nicht viel mehr wie 500, vielleicht 530 PS mit einem guten Kraftstoff unter Dauerbelastung fahren kann. Okay, der Lader kommt aus dem Fahrzeug raus, wird bei uns als Pfand entgegengenommen, wird dem Kunde angerechnet, sodass der 8S-Lader in der Anschaffung nicht ganz so teuer ist. Schauen wir uns auch gleich mal an. Vielleicht hier nochmal der direkte Vergleich. K16-Verdichter, das ist der Serien 8S. Lader vom 400 PS Datsa Modell. Erkennt man hier auch schön, dass hier noch der Steg drin ist, ja, den ihr jetzt gleich bei unserem TC640 nicht mehr seht. Hier wird der Verdichtereingang aufgefräst. Das heißt, wir können ein größeres Verdichterrad verbauen und haben dann so auch mehr Luftdurchsatz obenrum. Wir wissen ja, dass der Datsa Lader so ungefähr bei, naja, 530 PS, 540 vielleicht mit gutem Kraftstoff endgültig an sein Limit kommt. Und da haben wir natürlich mit unserem TC640 alle möglichen Reserven, die wir hier brauchen. Dann wichtig, schaut mal hier, das ist die Serienlagerung, die Serienrumpfgruppe vom 400 PS Datsa Turbolader, die wir bei unserem TC640 dann gegen eine deutlich massivere, stärkere Rumpfgruppe tauschen. Das heißt, wir haben auch eine stärkere Welle für einfach mehr Belastung, für mehr Widerstandsfähigkeit bei hoher Belastung. Und dazu brauchen wir dann natürlich auch entsprechend neue Leitungen, die dann bei uns so aussehen. Das ist so ein klassischer Leitungssatz, den wir hier dann mit entsprechenden Hochtemperaturschläuchen verpressen. Alles mit Ummantelung und entsprechenden Fittings versehen, sodass es dann auch keine Temperaturprobleme gibt an den Leitungen, die sehr nah am Abgasgehäuse laufen. Was wir hier zum Beispiel der Fall haben, haben wir nochmal eine zusätzliche Wärmeisolierung drüber, die bis zu 800 Grad Abschirmhitze kann. Also da passiert auch bei höherer Temperatur dann nichts mehr. Außerdem wird noch die Steuerdose bei dem Lader umgebaut, ist eine geänderte Steuerdose verbaut, damit der Lader auch bei der Ansteuerung im RS38V Vorfacelift so funktionieren kann. Der Lader, wie gesagt, 640 PS sind mit dem Lader 650 vielleicht auch dauerhaft möglich, die wir dann auch im Datsa fahren, in dem Modell, wenn man so um die 600 anstrebe, was auch das Ziel von diesem Umbau ist. Wie ihr seht, die Ansaugung passt natürlich dann nimmer. Die Serienansaugung vom K16 tauschen wir ja schon gegen unsere Turbo Intake Pipe. Und das gleiche haben wir dann auch für die 8S Modelle. Hier kennt ihr unsere Turbo Intake Pipe für die 8S Modelle bereits. Und für diesen speziellen Umbau haben wir eine Intake Pipe, die dann wiederum passend ist auf die 90 mm Ansaugung obenrum. Hier seht ihr alle Dreh- und Frästeile, die benötigt werden, um einen schönen Plug-and-Play-Umbau draus zu machen. Also hier wird nichts gelötet, hier wird nichts verlängert, hier wird einfach das, was in der Serie eingesteckt ist, genauso an selbiger Position übernommen, dass es sehr ordentlich aussieht und keine Bascheleien im Motorraum angefangen werden müssen. Die wird dann, wie gesagt, 1:1 verbaut, reduziert von 80 auf 90 mm dann. Und mit 90 mm fahren wir dann direkt weiter in unser 90 mm Ansaugrohr. Ich denke, das dürfte allen bekannt sein, mit dem wir dann mit 90 mm direkt auf den Luftfilterkasten drauf fahren, sodass wir auf der Frischluftseite keine Probleme haben mit der Luftversorgung. Eingangsseitig Frischluft haben wir besprochen, ausgangsseitig haben wir hier unsere spezielle Pressure Pipe, die wir beim TC640
Einbau im RS3 8V dann verbauen. Hat auch einen größeren Rohrquerschnitt, ist besser für die Performance, ja, und senkt uns letzten Endes durch den niedrigeren Gegendruck auch wieder die Temperatur im ganzen System. Temperatur, Stichwort, was wir als nächstes brauchen, Ladeluftkühler. Also, hier seht ihr den Original RS3 8V Ladeluftkühler, eigentlich mit einem relativ hochwertigen Netz. Die Netze sind eigentlich gar nicht schlecht, jedoch sind wir aufgrund vom Volumen dann auch bei ca. 520, 530 PS hier recht schnell am Limit, weshalb wir dann zu unserem bewährten Clubsport Ladeluftkühler greifen, den ihr ja schon aus dem RS3 8V Facelift auch kennt. Hier jetzt in dem Fall, vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen besser, nochmal mit unserer Frontkamera-Adaption. Das heißt, wir können hiermit die ACC-Kamera problemlos in alle Richtungen adaptieren, nach oben, unten, links, rechts, damit es perfekt passt. Der Haubefang ist ja oben auch drauf, das ist nochmal so eine Kleinigkeit, dass wir diesen Ladeluftkühler auch ordentlich entsprechend verbauen können. Abschlepphakenöse und so weiter, alles vorhanden, kennt ihr ja. Dieses Modell passt dann auch Plug and Play in dieses Fahrzeug. Was brauchen wir dazu noch? Nötig ist natürlich auch eine andere Downpipe. Das seht ihr daran, dass der Austrittswinkel beim K16 Turbolader, ne, wenn man das mal so anschaut, kommt der V-Bahnring eigentlich parallel zur Welle raus. Und beim 8S seht ihr das, der hat so eine Biegung oben und auch der Ring hat einen anderen Durchmesser. Das heißt, man kann die Downpipe von einem normalen RS3 8V so nicht mehr auf dem Facelift Turbolader fahren. Auch hier brauchen wir dann eine geänderte Downpipe. Die haben wir hier. Fahren wir auch entsprechend mit V-Bahnring nach unten, gehen auf die B-Cut-Module, entweder dann normale Motorsport-Katalysatoren, 100 oder 200 Zeller, je nach Kundenwunsch, oder auch die bekannte TÜV-Downpipe, wenn der ganze Umbau hinterher abgenommen werden soll, dann würden hier alternativ die HJS-Metall-Katalysator-Module zum Einsatz kommen. Ja, was bleibt noch zu zeigen? Eigentlich nicht sonderlich viel mehr. Wir werden uns jetzt gleich an den Einbau ranmachen. Ich denke mal, wir werden so circa für so einen Umbau circa 1,5 bis 2 Tage, wenn wir brauchen. Dann kommt die Abstimmung vom Fahrzeug, je nachdem, was der Kunde sich für einen Kraftstoff wünscht. Ich meine, in dem Fall haben wir jetzt eine 102 Oktanabstimmung. Das ist natürlich von Vorteil, weil wir hier viel mehr Klopffestigkeit haben und dann auch von der Leistung leichter nach oben können. Wie gesagt, wir peilen hier so ca. 600 PS an, was mit diesem Setup wirklich problemlos möglich ist und wo wir auch nicht irgendwie an der sogenannten Kotzgrenze fahren, sondern hier ist wirklich noch Luft nach oben und das Ganze wird sich in der Höhe wirklich toll fahren. Mit dem Nebeneffekt, dass es, wenn man in den Motorraum schaut, wie ihr es auch beim GTX schon gesehen habt, alles seriennah aussieht, nichts verbastelt, keine Leitung irgendwie blind kreuz und quer gelegt, alles Original-Optik, sodass das Ganze hinterher einen guten Eindruck macht. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns an den Umbau. Sobald das Auto fertig ist, gibt es nochmal ein, zwei Videos dazu, vielleicht auch ein kleines Fahrvideo. Und an der Stelle seid gespannt, wir melden uns bald wieder. Macht's gut!